Ich schätze mal, damit haben wir alle besiegt, oder? Ich folg mal, wa? Ja, wenn das... Hallo? Ja, ich folg mal, wenn das Spiel mich lässt. Sind wir es vielleicht selber? Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz schön. Wir müssen wieder raus in den Kackwald. Oh nee, warte mal. Stimmt, hier drüben habe ich mich, glaube ich, noch gar nicht umgeguckt weiter, ne? Warte, warte, warte. Ja, toll. Kacke, wo ist er jetzt hingeflogen? Hä? Na toll. Oder muss ich... Nee. Vielleicht den Kran nicht finden? Ja, man... Irgendwas anderes gewesen? Auch nicht. Okay, die konnte ich kurz sagen nicht nehmen. Ich werde doch jetzt hier nicht rumlatschen müssen und überall den Kranich finden, ne? Damit wir hier Paare bilden können. Okay, ich bin alle durch. Mein Vater war concerned to find the strong family head by the time he dies. So he decided to arrange a marriage for me. It was impossible to fight against his firm determination. He was reluctant to break the agreement. Ja, und nun? Ach, da ist er. Also steckt vielleicht der letzte Dämon in uns. Das könnte ich mir recht gut vorstellen. Oh, warte mal, ich hätte ihn nehmen können. Oh nein. Ja, wie der Scheißteich. Warte mal gucken, ob wir den wirklich nehmen können. So, er wollte eine Hochzeit arrangieren. Wir haben uns vielleicht dagegen gewehrt. Deswegen wurden wir vielleicht verflucht. Wie oft soll ich da noch drücken? Oder er will uns bloß was zeigen und ich kann ihn noch gar nicht mitnehmen. Good fortune? Longevity? This crane is dead. Ich kann sagen, raus werde ich hier bestimmt nicht kommen. Was? Was? Bin ich tot? Welches Weihwassergedöns? Okay. Mein lieber Herr, bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass Sie meine zukünftige Frau als Heilige behalten und die Ehe beenden können. Sie ist nichts weiter als eine Frau, die einen so ehrwürdigen Mann wie Sie betrogen hat, um ihre eigene Familie zu betrügen und das Abkommen zwischen zwei Familien zu brechen. Also, wir hatten eine arrangierte Ehe, aber wir hatten keinen Bock drauf. Ich schätze mal, deshalb wurden wir verflucht.
Denke ich jetzt einfach mal. So, Naoko muss wissen, dass sie als Priesterin ihr Schicksal nur verschlimmern wird. Ich bin der beste Mann, den sie je finden kann, und wenn sie das jetzt nicht erkennt, wird es zu spät für sie sein. Ihr müsst Naoko von ihren heiligen Pflichten entbinden. Ich werde diese Frau heiraten, denn das hat ihre Familie versprochen. Das ist das Beste für sie. Ich werde dafür sorgen, dass sie lernt, sich wie eine perfekte Frau zu verhalten. Ich werde nicht länger warten. Wenn wir uns nicht einigen können, muss ich mit dem Herrn sprechen, der für das Heiligtum finanziell verantwortlich ist. Ich werde alles tun, um meine Frau zurückzubekommen. Ein hartnäckiger Samurai. Schön. Ist der jetzt runtergefallen, oder? Was ist das? From which battlefield did it come spinning? Weiß ich doch nicht. Kann ich hier? Sollte ich hier? Oh lol, ich kann hier. Ah, gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich in die Tiefe falle, ne? Bist du ein Samurai? Nee, du bist tatsächlich bloß ein Überbringer. Ja, oh, Entschuldigung. Aha. Aha. Ja, natürlich. Okay, ich komme ja auch nicht raus. Oh, doch, komme ich vielleicht doch. Sag mal. Mein lieber Herr, machst du mal die Tür auf? Okay, nett. Hier. Kuckuck. Oh nein. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt mal in Ruhe Zeit zu zeichnen. Wir müssen, glaube ich, dann. Ich weiß nicht, ob das dann den Weg frei macht. Würde, glaube ich, vom Rätsel her ganz gut passen. Ja, ich habe mich da ein bisschen vertüdelt, aber Hauptsache die Enden passen. I must look at the bigger picture to think of the correct pattern. Werfen? Ach, verwerfen. Hä? Ach so, das wird dann kein Schieberätsel sein? Also muss ich jetzt mir quasi. Ich muss das Größere um den. Ach! Ich muss halt einen bestimmten Dings nachzeichnen. Also, ich glaube nicht, dass die oberste Ecke oder sowas, dass das passt. Ich denke mal, wenn wir fertig sind, wird es auch sagen, das ist richtig. Nein, jetzt mal doch mal richtig hier aus. Okay, das scheint es nicht zu sein. Jetzt brauche ich aber auch keine angelatscht kommen. So, das ist es auch nicht. Vielleicht. Nein. Nein, 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 nein. Schön malen hier. Oh! Na, wo kommen Sie denn her? Warte mal, was hatte ich jetzt noch? Also, das wird es wahrscheinlich nicht sein hier unten. Oh. Nicht wirklich. Das in der Mitte wollte ich machen, ne?
Es ist auch nicht, ist es vielleicht wirklich das Erste, was ich ja extra nicht gemacht habe, weil es sonst nie das Erste. Ist es auch nicht. Hä? Ja, mach mal keinen Stunk. Ach, jetzt können wir uns auf einmal bewegen. Ja, jetzt können wir auf einmal rumstehen. Entschuldigung. Ich habe bloß noch eins, was ich malen kann. Das wäre das. Hä, sie sagt aber auch nichts. Okay, warte mal, wenn ich alles ausmale nochmal, vielleicht gibt es mir nochmal. Ich muss das große Bild betrachten. Oder muss ich halt die Linien zeichnen, die noch nicht verwendet wurden? Das kann auch sein. Aber es wurden ja, glaube ich, alle. Oh Mann, das richtige Muster zu denken. Ganz ehrlich, wenn er mich kriegen will, dann soll er mich kriegen. Mir gerade egal. Das richtige Muster zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich guck bloß mal spaßeshalber. Es sind ja alle Linien so gesehen vorhanden, ne? Außer Ina. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da nicht vorhanden ist. Oder der Strich ist, der Strich in der Mitte ist. Der ist, der ist, der unten ist, der unten auch. Jo. Hä? Ich meine, das ist ja auch nicht zusammenhängend irgendwie. Oder dass ich da irgendein Muster erkennen könnte. Vielleicht noch irgendwo ein Hinweis, ansonsten würde ich an der Stelle, glaube ich, erstmal, ich weiß halt nicht, wie ich die Folgen schneiden werde, aber erstmal einen Cut machen und dann gucken. Dann eher rumprobieren. Hast du irgendwie was? Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich daraus schließen soll. Notfalls muss ich auch nachgucken. Also. Weil ich erkenne halt auch kein Muster. Wenn ich die jetzt rumschieben könnte, irgendwie, dass es dann ein großes Muster gibt und dann muss ich halt bloß den Rest fertig zeichnen, okay. Aber so. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man das hernehmen soll. Da waren lautere Stöhnen. Aber steht immer noch da. Hätte ja sein können, dass man. Ja, ist ja okay, Opa. Pff. Also ich werde mal versuchen, mich so darauf konzentrieren, was die Frau von mir will, aber ich keine Ahnung.
Dann werde ich es mit ausprobieren, nicht mit ausprobieren, dann werde ich wahrscheinlich nachgucken müssen, weil ich verstehe es halt ehrlich gesagt nicht. Ich erkenne halt auch in dem Dings einfach kein Muster, was da jetzt irgendwie reinpassen könnte. Weißt du, wie ich meine? Und na, das Bild nochmal hier habe ich nicht, wo ich mich vielleicht daran orientieren könnte. Gut, dann werde ich nochmal ein bisschen probieren und dann, ja, bis gleich. Ja, ich habe nachgeguckt. Also wie gesagt, ich habe da jetzt kein großartiges Muster erkennen können, was ich hätte nutzen sollen. Lol. Tester R surrounds the core of this illusion. There must be something here. Ja, ich sehe auch hier schon was rumfliegen, aber das kann ich nicht nehmen, ne? Hier muss was drin sein. Aber was? Also ich kann mit einem rumspielen? Ich würde ja vermuten, entweder den Schirm, oh, oder eine Puppe, was aber hier noch? Boroboton. Okay, irgendwo in den dreieckigen Räumen haben ein paar vergessene Gegenstände ein Bewusstsein entwickelt. Traue nicht einmal dem alten Futon in der Ecke, er könnte versuchen, dich im Schlaf zu erwürgen. In der Tat ist der Boroboton nur eine der vielen tödlichen Bedrohungen, die hier auf dich warten. Okay, cool. Aber ich weiß halt nicht, wonach ich hier suche. Und hier ist Ecke. Hier ist Ende, so wie es aussieht. Aber das sind jetzt auch keine Türen oder so, ne? Nee. Das sieht so halt ein bisschen bunt aus. Könnte ja das sein. Okay, hier ist nichts. Da ist ein... Ist das ein Fuß? Ich glaube, das war da dran ein Fuß. Und ein Schrank. Auch schön. Da ist nochmal so ein Ding. Ich hab keine Ahnung. Alter Schirm, auch schön. Okay, ich hab fast das Gefühl, von hier kam ich. Hier ist auch zu. Hä? Also ich habe schon versucht, die Gegenstände alle anzuklicken. So ist es nicht, ne? Also wir können bloß hier lang gehen. Also muss hier irgendwie bei den schwebenden... Ich schätze mal, bei den schwebenden Dingen irgendwas sein. Der Schirm ist es nicht. Okay, das ist auch nicht, weil das einzige ist, was unten jetzt direkt mal lag. Oh Gott. Und hier bin ich halt wieder in der... Okay, ist es nicht. Okay, das war auch wieder so eine Figur, ist es aber auch nicht. Ecke der Eimer, den hatte ich noch nicht. Okay, ein Samurai-Schwertchen anscheinend. Aber wo komme ich jetzt hier raus? Das ist die Frage. Ich schätze mal wieder zum Anfang und dann durch das... durch die Tür? Bin gerade ein bisschen... verwirrt. Mal wieder. Okay, hier geht's nicht raus. Ich habe das Gefühl, ich latsche die ganze Zeit im Kreis. Also es kann sich nur um Stunden handeln. Ach, hier war's gewesen. Aber ist auch nicht richtig.
Aber ich habe das Gefühl, dass die Augen weniger geworden sind. Aber oder sollen die mir irgendwas zeigen? Ich habe ja immer gedacht, die beobachten mich. Also den Gegenstand habe ich, aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt hier rauskommen soll. Ich gehe einfach mal alles ab und klicke alles an. Keine Ahnung. Auch nicht. Ich meine, ich habe das doch in mich reingeballert, ne? Also nutzen können wir das ja theoretisch gar nicht mehr. Oder ist dadurch jetzt hier irgendwo eine Tür aufgegangen und ich sehe die bloß nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl, ich werde wieder einen Cut machen und dann sehen wir schon, wo wir rauskommen, weil... I don't know. Ich weiß ja nicht, wohin. Ob das hier wirklich irgendwo eine Tür sein soll, wo ich rauskomme? Das kommt mir bald ein bisschen zu groß vor. Und am Anfangspunkt waren wir schon. Also zurück durch die Tür konnte ich nicht. Keine Ahnung, wohin. Ich meine, das Dings zu finden war ja schon ein Highlight gewesen, ne? Also, das Schwert. Aber was ich jetzt damit machen soll? My robes look thinner before his piercing eyes. I felt observed, but nothing compared to the first time I saw my kimono tearing off. I guess I finally got used to it. Wir sind doch immer eine ganz andere Person, habe ich das Gefühl. Has someone been drinking here? Ah, ist jetzt endlich Teezeit? Kann jetzt auch ein Hinweis gewesen sein, von wegen hier, ne, hat hier jemand was getrunken, aber... Weiter. Oh. Was? Moku... Mokurin oder so. Keine Ahnung. Inmitten des Staubes und der Unordnung können verschiedene Kreaturen auftauchen. Die Löcher von Papierfenstern, um die man sich nicht gekümmert hat, können mehrere geisterhafte Augen erscheinen lassen. Auch wenn sie selbst nicht gefährlich sind, können sie Gefährten haben, die in der Nähe lauern. Gut, habe ich jetzt so nicht mitgekriegt, aber in Ordnung. Hat hier jemand was getrunken? Sollen wir uns jetzt hier einen einverleiben oder was? Mein hinsetzen kann ich mich nicht. Ja, wir haben hier Teechen, glaube ich. Oder warte mal. Ja, wir sollen uns auch in einen verbleiben. Hä? Drücken Sie. Aha. Und jetzt in unserem komischen, angesoffenen Zustand sollen wir uns noch hinein? Sollen wir uns noch hin hier gönnen? Nö. Hä?
Hinsetzen kann ich mich nicht. Wir sind ja jetzt anscheinend wie am klaren Kopf und das Schwert können wir nur nutzen, wenn wir angesoffen sind. Aber was will das Spiel jetzt von mir? Ich weiß ja nicht, ob wir hier noch irgendwas finden können, aber ich glaube eher nicht, ne? Oder müssen wir warten, bis fertig ist? Hä? Ich trinke mal noch ein Schlückchen. Aber was bringen wir das? Ich meine, vielleicht müssen wir noch irgendwas. Oder ich habe. New notch or stain every day. I was doing my best, yet it was impossible to clean or repair. I became one with the house, my prison. Both of us on the verge of collapse. Ach, unser Mann war nicht mit uns zufrieden und hat uns dann gekillt. Wir waren von vornherein Geist, oder wie?